Spiel! Spielrausch! Yeah! Spielrausch! So, ich habe ein Kopfgeld von 9000 Dollar lalala, und natürlich versucht man die auch zu bekommen, aber das werde ich dir nicht so einfach machen. Müsste ich aber mittlerweile auch überlebt haben, denn das habe ich schon ewig. Hallo? Also Leute, wenn ihr jetzt hier anfangt mit der Orbitalkanone zu schießen, erstens kostet euch das jede Menge Geld. Und zweitens, stellt euch mir nicht in den Weg. Ups. So. Was ist denn mit dir nicht richtig, Junge? Hallo? Müssen wir einen Turn machen? Sorry, aber du wolltest nicht hören und du auch nicht. Ach, da ist doch Io Vendetta. Ich sollte ihm was schicken. Ich weiß nicht, was er meint. Yeah. No, doch. Es klappt sehr gut. Okay, ich entschuldige mich mal dafür dann, aber wer soll das denn wissen, dass du mir helfen möchtest, mein Freund? Denn wenn jemand mit einem Loopback auf mich zukommt, der wird vernichtet. Ach komm. Ja, der kann snipern. Nein, ich muss nachladen und... So, Ziel erreicht. Mehr wollte ich gar nicht. Mach mich als Arbeiter. Ach ja, aber es geht doch jetzt nicht. Ich bin doch hier in der Mission, Leute. Wie soll ich das denn machen? In der Mission kann ich dich nicht als Arbeiter machen. Oder? Ja, momentan kann ich keinen einstellen. Aber ich hatte mein Kopfgeld, glaube ich, überlebt. Mach mich als Arbeiter. Schreibe ich ihm zurück. Ihr müsst es doch wissen. Wenn die Mission am Laufen ist, egal was, ne, dann kann man niemanden einstellen. Ich komme mir einfach gerade nicht zu nah, denn ich drücke einfach ab, sobald mein Auto sagt, ist nicht, können wir nicht gebrauchen. Moment mal, wo muss ich jetzt als nächstes hin? Seht ihr, das verwirrt mich doch. Komm, fahr mal erstmal zu dem hin. So. Ich schätze ja auch nicht jeden tot.
der kam mir jetzt gerade nicht bedrohlich vor und da lasse ich den auch leben. Aber kommt nicht mit dem Noobbike auf mich los zu, denn Noobbikes finde ich, also MK2 Motorräder finde ich eigentlich kacke, weil die haben so ein bisschen das Immersive rausgenommen aus GTA Online und aus GTA überhaupt, weil sorry Salziger heißt der, Tequila. Ich entschuldige mich auch jedes Mal, wenn ich Spieler umkehre. Ja, nicht immer, wenn ich merke, dass die wirklich scheiße sind. Oh, der snipert auf mich. Dann, entschuldige ich mich natürlich nicht, aber ansonsten in der Regel entschuldige ich mich und schreibe denjenigen auch immer an. Wenn er zum Beispiel ein Kopfgeld hat und ich kille ihn deshalb, dann entschuldige ich mich, dann schreibe ich ihn an. Ne? Das mache ich. Ne? Also ja, es geht ja online, aber das heißt ja nicht, dass man immer nur killen muss. Oh, da ist einer mit einem Panzer unterwegs. Hey, Moment. Sugar, ich bin süß? Oh, wie süß. Nennt er mich Sugar? Guck mal, die wollen weg. Ja, nichts wie hinterher, ne? Mal eben den Panzer nur aus dem Weg gehen. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht kennt, Leute, abonniert mich. Abonniert den Kanal vielmehr. Oh, die Zeit ist um. Die Zeit ist um. Ich habe geloost mit wie viel Fahrzeugen, weiß ich nicht. So, dann müsste ich aussteigen und das Ding explodiert nämlich gleich. Wir rufen unser Fahrzeug. Ja, Leute. Ne? Also, lasst ein Like da. Und guckt auch mal in die Playlist nach, denn dort gibt es auch noch andere. Moment. Genau. Dort gibt es noch andere Spiele, die euch angucken könnt. Nicht nur GTA 5. Geht ja online. was ist denn jetzt hier? Security einstellen. Security einstellen, na kommt schon. Ist er nicht mehr da? Ne, ist nicht mehr da. Doch, da ist er doch. So. Okay. In der Regel müsst ihr dann auch immer sehen, so mache ich immer, Panzerungen kaufen, Snacks kaufen. Und eure MK2-Waffen aufrüsten, falls ihr die nicht aufgerüstet habt. Und falls ihr überhaupt nicht habt, dann ja, dann einfach eine Munition aufrüsten noch. Dann war es was. Was macht's? Fahrzeug verwalten, warte mal. VIP, Verwaltung, Eigenschuss aus. Du hättest mich sogar jetzt töten können, Ayo. Ja, Mann. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn ich jemanden eingestellt habe, der für mich arbeitet, ob der auch die Mission für mich erledigen kann.
Was anderes hatte ich sonst eigentlich nicht vor, noch eine Mission hiervon zu machen. Und das war's dann auch schon wieder für heute. Was den Ruiner 2000 betrifft und die Geschütztürme zu erledigen, das ist ein guter Gegenkonter gegen MK2-Fahrzeuge, Flugzeuge, Flugmotorradzeuge, wie ihr auch wollt. Da wisst ihr Bescheid. Okay. So, dann gucken wir mal eben hier, was im Tresor ist. Wen ich auch jedes Mal hier treffe, egal wer es ist und mag mitspielen, der schreibt mir dann so gerade wie dieser Io. Und dann werde ich ihn einladen und dann kann man hier schicke Sachen machen. Ja. Zum Beispiel jetzt nehmen wir mal hier die neuen Dinger an. Für die neuen Fahrzeuge. Und was haben wir? Das teuerste von denen ist natürlich der Visor oder Visor Neo. Okay, nice pick, boss. Ja, und dann kann man hier schon direkt anfangen. We're going back to my ride or die, King Tiny. Yeah, the cops pulled him in again. Erstmal zuhören vor allen Dingen. Something to do with getting busted out of jail in a perfectly executed heist. So I say we just do it again. He's gonna give us. Aber ich denke, das kennt ihr, deswegen starten wir einfach mal hier. Geht ja nicht, ihr müsst erst zuhören und dann geht das erst. So. Was müssen wir machen? Was müssen wir machen? Wo muss ich hin? Ja, kluge Entscheidung, weil ich nur sehen kann anscheinend, wo wir hin müssen. Ist es weit weg oder weit? Nö. So. Ja, Ayo, wenn du Lust hast, kannst du eine Freundschaftsanfrage an die Crew hier senden. Was ist denn hier los? Alter! Au! Alter, was ist denn los hier? Heute fahre ich aber auch mir eine Kacke zusammen. Yeah! Oh, was war das denn? Was sind das hier für Lecks, Leute? Was ist hier los? Juhu, echt geil. All meine Güte. So schlimm war es ja schon lange nicht mehr. So, wir können anscheinend wie von der Brücke runter. Ja, ich hätte da runter gekonnt. Dann machen wir das halt anders. Geronimo! Wo muss ich denn hier hin, sag mal? Was ist das da oben? Nichts wie rein da. Früh morgens in Deutschland um 2:30 morgens. Spiele ich hier GTA Online für euch. So. Oh.
Verdammt, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Oh. Das hätte jetzt auch schief gehen können, Leute. So, finde den Lieferplan. Den haben wir doch hier, ne? Hallo, Lieferplan. Nein, war er nicht. Anscheinend. Komm schon. Ach, der liegt da hinten auf dem Tisch. So. ...346 Minuten später. Okay, we got the locations of the other shipments all blipped up for you. Take down as many as you can. Oh, das Auto ist kaputt. Das bedeutet, ihr könnt durch die Scheibe schießen vorne. Was nicht so cool ist. Und vor allen Dingen kann der da über uns jetzt auch kaputt machen, weil das Auto sehr instabil ist. Ja, genau. Lass uns mal hier in die Garage. Ja, genau. Komm schnell. Oder warte hier. Aber schön, dass du mitgedacht hast. Was? Ist nicht verfügbar, Alter. Ah! Ist nicht verfügbar, die Scheiße hier. Warum nicht? Hat einer schon Kacke gebaut? Ach, egal. Bloß weg hier. Alter, der will uns. Moin. Es war keine Absicht, ihn zu töten. Nein, dann lass uns lieber aufteilen. Ich nehme Oppressor wegen der Zeit. Was für eine Zeit. Okay, wir sehen uns. Ach, das meinst du? Jetzt sehe ich das erst. Alter, ich habe das gar nicht gecheckt. Ich habe das nicht gesehen auf der Karte. Und ja, Oppressor ist eine gute Sache. Ich spiele gerne mal mit einem Auto, weißt du? Der Oppressor kann jeder. Ja, die Zeit, das ist es halt, ne? Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist das? Ich habe das gar nicht gecheckt vor lauter Laberei. Boah, das rumpst aber auch richtig, ne? Nimmt der jetzt noch den nächsten da? Na, hast du dich ablenken lassen? Nee. Okay, du schaffst das, ne? Okay. Ja, Leute, was die Aufnahme hier betrifft, war es das erstmal. Wir sehen uns zu einer weiteren Folge von GTA 5 Online. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Yeah!
Spiel raus!